Hallo ihr Lieben, euer Girls ist hier mit Dynasty Tactics 2. Auch in der Woo Story müssen wir die Jing Province einnehmen. Und naja, das Schlimmste haben wir schon geschafft, nämlich Hank Swan zu besiegen. Und naja, Joff Han ist auch schon down. Jetzt fehlen nur Liu Du und Jing Swan. Des Weiteren versuchen wir noch nebenbei Nanhai. Und das müsste Yao Zi sein, genau. Das einzunehmen. Und das Panzer ist schon voll fleißig dabei. Und die Hauptarmee verteidigt weiter Wushou, damit es nicht wieder in die Hände der Wei-Armee fällt. Kann sein, dass wir hier noch angegriffen werden. I don't know. We have to see it. Okay. Beenden wir den Zug und dann geht's auch schon los. Liu Du is not currently your enemy. Will you declare war? Deswegen sind wir hier. My victory will ensure the continuing glory of the Sun family. We must put out the fires of aggression. Der spricht hier in Bildern, ey. Fires of aggression, was? Die Feuer der Aggression will er entfachen. Ja, ja, klar. Liu Du? Mit welcher Armee denn? Ich glaube, du hast nur einen Unteroffizier. Und zwar Liu Xian. Und Liu Xian ist voll schlecht. Ja, von wegen, Girl. Der hat eine riesige Armee. Naja, riesig jetzt vielleicht nicht, aber... Ja, von wegen nur ein Offizier. Okay. Es ist der Squad Leader, es ist Liu Xian, wie schon angekündigt von mir. Es ist der Guard General und es ist... Ach ja, den habe ich ja noch vergessen. Und der ist actually gut. Xing Darong ist tatsächlich ein sehr guter Krieger. Aber halt auch nur ein Krieger. Wie man hier anhand der War-Statistik sehen kann. Ja, Liu Du kennen wir zu Genüge, denn mit ihm haben wir sehr viel gespielt in der Schuh-Story. Okay. Ja. Ich mag die Zweitarmee nicht, ihr wisst warum. Kein Pit, kein Taunt. Und das ist doof. Also was machen wir jetzt? Ich glaube, wir campen einfach. Wir setupen hier an Land einfach eine Falle. Das ist zumindest mein Plan. Sehen wir zu, dass wir aus dem Wasser rauskommen. Normalerweise liebt die Wu-Armee ja Gewässer, aber ich mag Gewässer nicht. Drin ist man so langsam und, naja, habe ich wirklich viel Flatt? Nee. So viel Flatt habe ich gar nicht. Warum auch? Wenn fast nie Wasser dort ist. Aus dem Wasser raus! Sonst brauchen wir ja noch einen Bademeister. Und so kann es ja nicht weitergehen. Okay. Ich glaube, ich mache das mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Weil die werden sich jetzt auf jeden Fall nähern und vielleicht ist es ja möglich, einen Chain zu machen. Schauen wir mal. Kommt schon der Erste. Und der Outspeed Lingtong. Mann, Lingtong. Was ist los mit dir? Du bist ja voll schlecht in deinen Tactics. Was ist denn mit Lingtong los? Naja, mit Lingtong bleiben wir erstmal hier. Machen einen normalen Angriff. Jetzt die Position. Ich ändere mich da unten. Merken gerade, dass der 7000 Truppen hat. Cool. Und Lingtong wird angegriffen. Aber Lingtong hat Repel. Was komplett cool ist. Können wir beide gleichzeitig treffen. Beim nächsten Mal. Oh, schon krass, ne? Wie viele Truppen diese Squad-Leader da haben. Mann, warum sind die so krass? Und warum bist du so langsam, Jojong? Wofür bezahle ich dich eigentlich? Wisst ihr was? Der bleibt hier. Vielleicht schaffen wir es, den zu umzingeln. Oh Gott, lass doch der armen Lingtong in Ruhe. Boah. Ohne Scheiß, ich versuche jetzt Lingtong komplett auseinanderzureißen. Ja. Mit All Attack und Repel können wir mal gut zurückschlagen. Das ist auch mein Fahrplan. Ja. Der hat auch All Attack. Geil.
Nee, Mislead machen wir nicht. Mann, warum habe ich überhaupt noch Mislead? Mislead ist voll schlecht. Mann. Ich will kein Mislead. Gibt's auch Mr. Lead oder gibt's nur Mislead? So, dann geht's los. Fangen wir mit einem kleinen süßen Charge an. Und hoffen wir, dass All Attack funktioniert. Perfekt. Perfekt. Ich will mich nicht beschweren. 89%, ne? Da beschwere ich mich. Mann, warum nur 89%? Charge! Immer schön das Handy aufladen, Leute. Immer schön chargen. Ah, was? Nur 600. Mann, ich dachte, das wird Walk in the Park. All hand, attack! Ding, Leo, du. Ist kein Walk in the Park. Seine komischen Squad-Leader und seine normalen Truppen, die sind voll stark. Und es sind viele. Es sind einfach mal 7000. Und ich glaube, es reicht nicht mehr. Oh mein Gott! Scheiße! Warum? Ach stimmt, Repel habe ich vergessen. Okay, dann reicht's hoffentlich doch, Ling Tong. Zeig uns, dass du einer der besten Krieger in deines Warriors 5 bist. Nein, mit 100, Leute, mit 100, was ist das? Muss das sein? Warum überlebst du mit 100? Och Mensch. Musst du uns das antun, Ling Tong? Ist doch mal so. Ist nicht so schlimm. Denn der stirbt jetzt. Trotzdem. Oh Mann, ich hasse das, wenn wir mit 100 oder weniger überleben. Noch weniger als 100 ist noch schlimmer. Stell dir mal vor, da überlebt wirklich einer mit 1. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Let's Play gesagt. Ich hätte das noch nie gesehen. Ich habe bestimmt schon über 100 Stunden das Spiel gespielt. Locker über 100 Stunden. The enemy is in that direction. Oh, da ist der Enemy. Die Leiche bewegt sich, Leute. Die Leiche ist jetzt auch da, wo sie hingehört. Nein, Bad Rage! Oh, Mensch, was habt ihr denn? Habt euch das Fernchen weggenommen? Rage, Rage, Rage. Rage of Honor. Mit Cho Kuzugi. Also wenn ihr irgendwelche Trash-Filme mal sehen möchtet, dann empfehle ich euch Rage of Honor. Da kriegt der Protagonist irgendwie so einen Shuriken ab. Oder er selber warf den Shuriken und wo kommt er hin? Er wirft vor hinten, aber kommt vorne in den Hals. Es sind so viele Regiefehler drin, das ist echt hilarious. Okay, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich muss das machen, weil der mich gleich angreift. Ich fahre jetzt mal einen Chain oder nicht? Ich glaube, die Chain macht Fang lang. Was wiederum bedeutet, wir machen einfach hier den Circle. Es ist besser, hier den Circle zu machen. Ach, hier können wir den Circle gar nicht machen. Dann machen wir hier. Oh, ich sehe gerade 78% Chance. Egal, ich probiere es. Und das war ein Fail! Aber ich konnte es nicht linken, Leute, weil Liu Xia mich angegriffen hätte und dann der Links so zerstört worden wäre. Mann, ich wollte ja einfach nur stunnen. Das war der einzige Sinn dahinter. Ich wollte ihn nur bewegungsunfähig machen. Okay. Dann Chain. Chain! Na, was macht er? Das ist aber schön, dass ihr euch alle so schön in eine Reihe stellt. Nur ich glaube, wir haben hier gar keinen mit Raid. Boah, aber voll alle auf Ling Tong. Das ist voll gemein.
Du hast nichts Böses, du hast nichts Böses, du hast kein Muddle, du hast keine Flat. Danke. Kein Muddle, keine Flat. Ja. Danke, Liu Yong. Danke für nichts. Mann, dieser Idiot. Oh nee, warum ist der denn so schnell? Warum ist der so schnell? Naja. Die haben auf jeden Fall einen kaputten Handy-Akku, so oft wie die am Chargen sind. Charge, charge, charge. Ich hätte es gefeiert, wenn er jetzt Switch gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob die das haben. Komm, Chengpu, wir brauchen dich jetzt. Wir brauchen deine Power. Oh Gott, Power! Ja. Chengpu wird gleich ein bisschen aufhoffen, aber nur ein bisschen. Gott. Habt ihr auch Angst vor Chengpu? Also ich hätte ein bisschen Angst vor Chengpu. Wenn ich an eurer Stelle wäre. So ausrasten, das ist so geil. Puh. Ist da was, Leute? Ich warte einfach hier. Was soll ich normalen Attack machen? Ich glaube ja. Weil ihm war es ja auch nicht ganz gereicht. Kranzung ist zwar stark. Jetzt passiert es. All Attack 8. Nee, Switch wollen wir nicht machen. Warum wollen wir Switch machen? Weil dann der 8 nicht ausgelöst wird. Der hat weniger Moral, sprich, der würde zuletzt angreifen und ich finde 8 wichtiger. Der 8 von Lingtong. Was einfach nochmal einen Moralboost für Quanzong gibt. Was soll ich hier Switch machen würden? Not a Fangirl. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Naja. Machen wir es so, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Nämlich mit Wise. Wer Wise, wer Wise. Man muss er nämlich schön aussetzen. Gut, Leo, du bist jetzt auch so keine richtige Gefahr, aber hey. Oh, warum machen wir so wenig Damage? Okay, der hat Rage. Der hat Rage aktiviert. Now I see. Jetzt ergibt alles Sinn. Deswegen Rage. Wollte schon sagen, Chengpu sei ein bisschen stärker. Naja. All units, fight as one. Hey! Holy shit! Der stirbt! Also ich habe hier mit allen gerechnet, aber nicht damit. What the fuck? Und Lingtong macht den Finishing Blow. Holy shit, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Und ich merke jetzt gerade erst, ich dumme Kuh, ich hätte Wang Lang noch Revive machen lassen können. Naja, egal. Eigentlich nicht egal, wegen Erfahrungspunkten. Naja. Yudu ist besiegt. Haben ein bisschen sloppy gemacht, möchte ich fast behaupten. Nicht wirklich viele besiegt und so, aber... Scheiß drauf. Hauptsache Yudu ist vernichtet. Wir speedrunnen jetzt die Provinz Jing. Damit ist viel schwerer als in der Schuhstory. Level 5 Lingtong. Lingtong mit Speer. Und es war noch Ling Ling. Das war Heimvorteil für Lingtong. Nein, das macht nur Spaß. Soldier must be prepared for defeat as well as victory. Und die Auzi haben wir auch bekommen. Und somit auch Drop Slide 2. Ja. Falls wir in das Liu-Zhang-Gebiet müssen, was sehr bergig ist. Dann kommt der Rock Slide 2 zum Einsatz. Okay, wir brauchen noch eine weitere Runde, damit wir Zauzo angreifen können, beziehungsweise wir könnten Zauzo jetzt natürlich auch schon angreifen, aber ja, ich will jetzt die Provinz Jing einnehmen. Ja, Provinz Jing. Okay, wie sieht es eigentlich hier aus? Hier sieht's düster aus. Mann. Guan Yu, ja, ja. Mann, wir können diesmal gar keinen davon rekrutieren. Ich wollte jetzt zwar sowieso nicht nochmal nehmen. Du warst voll doof irgendwie. Naja.
Das schaffen wir noch. Leute, wir nehmen die gesamte Provinz Qing jetzt ein. Jinx One is not currently your enemy. Will you declare war? Oh Gott. Jinx One, Leute. Der immer die Strategien gefehlt hat. My victory will ensure the continuing glory of the Sun family. My vengeance will be twice as severe. You will rule this day. Ach, Jinx One. Ja, also, wo wir mit den vier Provinzherrscher gespielt haben, in der Show-Story, muss ich sagen, Jinx One war der Schwächste. Der war immer useless. Hat immer den Pit verkackt oder seine Strategien verkackt. Und teilweise mit 80% Erfolgsquote. Der Dreizer! Nein! Das ist bestimmt hier wieder der Pferdeflüsterer. Horse Commander. Ich wollte schon sagen, hey, der hat ja nur vier Truppen, aber nee, hier versteckt sich nur einer. Kommt sie. Gott, ist der schlecht. Apropos schlecht. Hi. Ach stimmt, der hat das Schamoke. Ja, Schamoke ist ein bisschen gefährlicher. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen. Wisst ihr was? Der Pferdeflüsterer, der wird zuerst kommen. Das ist halt super schnell. Das heißt, wir bleiben einfach hier. Hier machen wir einen Trap. Ja. Rückzug! Will ich dahin, wenn der Pferdeflüsterer jetzt kommt? Nee, da will ich nicht hin. Mann, warum kommt der denn jetzt? Wobei, ich glaube, der kann mich hier gar nicht angreifen. Weil hier ist so eine Erhöhung. Nee, der kann mich hier nicht angreifen. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Ich probier's. Ich riskier's. Die Map gefällt mir nicht. Jetzt will man sehen. Ja, er kann nicht angreifen. Sonst hätte der definitiv was gemacht, Leute. Die machen immer was. Hey, ich will doch nur einen Katapult bauen. Das geht nicht. Auch für Küste kannst du keinen Katapult bauen. Das ist ja voll scheiße. Naja. Ja, das Terrain hier ist so komisch, du kannst nicht mal irgendwo ein Katapult hinbauen, aber hier sollte es gehen. Ja, dann nächste Runde. Hallo, Horse Commander. Wo packen wir den guten Ling Tong hin? Wahrscheinlich hier, weil ich hier nicht angegriffen werden kann. Guck sie! Bau kein Katapult. Danke! Das ist der gefährlichste Schamoke, der hat wirklich insane Stats. Oh Gott! War 48. Angriff 110. Das ist meine Ansage. Gott. Okay, Liu Yong stellen wir hier hin. Für einen potenziellen Circle, der wahrscheinlich am Ende eh wieder nicht funktioniert. Oh Gott. Ob das so eine gute Strategie ist, die Gegner einfach zu uns kommen zu lassen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wie? Ich kann ihn doch angreifen. Willst du mich verarschen? Warum hat der mich denn dann nicht angegriffen? Der Vollkacke jetzt. Warum hat er mich denn da nicht angegriffen? Die Gegner greifen doch sonst immer an. Dann verharre ich in dieser Position und schau mir an, was der als nächstes tut. Oder ich habe jetzt eine übelste Combo. Nee. Not really. Jetzt bin ich gespannt. Was macht er? Okay. Er geht voll in unsere Formation rein und will wohl gleich gekommen werden. Soll mir recht sein. Voll komisch, dass er eben den Cheng. Nee, wer war das? Den Xusheng nicht angegriffen hat.
Normalerweise machen die das immer. Echt komisch. So, jetzt kommt das Katapult. Ja, Katapult-Time. Scheint sogar relativ dunkel zu sein. So Nacht im Spiel. Es wäre lustig, wenn sich das auf Real-Life-Zeit anpasst. Weil ich nehme das jetzt tatsächlich um 4 Uhr nachts auf. Ja, ich habe irgendwie den gesamten Samstag verschlafen. Dann bin ich aufgestanden, erstmal schön geschminkt und alles. Und dann habe ich gedacht, ach komm, frühe Vogel fängt den Wurm, nimmst du einfach ein bisschen Dynasty Tactics 2 auf. So. Was machen wir denn hier? Ich glaube, Linkton, der macht nur ein 8. Ja. Aber bei anderen Strategien würde er die Position verändern. Und das gefällt mir nicht. Nein! Ein Türmchen! Jetzt hat aber seinen Kumpel da verbaut. Ha! Jetzt kommt er nicht so schnell zu uns nach unten. Aber Hauptsache Jinx One himself kommt. Das finde ich auch wieder lustig. Ganz schön mutig. So, Chengku, tu mir jetzt einen Gefallen und zeig keine Gnade, okay? Okay. Das Katapult. Das Katapult trifft mich, was? Ich will mein Geld zurück. Was ist das für ein scheiß Katapult? Das war so ein 1-Euro-Katapult von Wish oder so. Mann. Ach, Mensch. Hast du auch 8? Wow, love it! I love it, Leute. Das ist cool. Hier hätten wir Touch twice. Aber ich bin gerade im 8-Fieber. Ja. Ja. Sag mal, ist Speer nicht voll effektiv gegen Horseman? Ja. Da haben wir es gesehen. Das ist so wie im Fire Emblem. Die Waffen haben auch manchmal Vorteile gegen gewisse Klassen. So, jetzt macht Xu Sheng seinen Job hier. 90%. Please! Bitte funktionieren. Ja, bitte, 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 bitte. Go! I have only one dream. All hands, attack! Okay. Ich glaube, der Pferdeflüsterer ist damit tot. Weil da kommen so viele Aids. Oh mein Gott. Das Team ist voll sozial. Ist einer in Gefahr, wird sofort geholfen. Jeder hat Aids. We'll fight with you. Und das Hauptteam ist nochmal ein bisschen krasser. Denn mein Hauptteam ist so, dass jeder gefühlt L2 hat. Und L2 ist halt noch cooler. Als wenn ich mal zweimal angreife. All units, fight as one. Ja. Der ist schon lange jetzt tot. Und kriegt heute noch 2 Aids. Was ziemlich cool ist, weil es dir auch noch die Moral boostet. Somit haben wir noch ein bisschen was für Quanzhong ist das, glaube ich. Für Quanzhong gemacht. Hat der andere sein Aid nicht gemacht? Oh, das hat er endlich gemacht, ich will dich. Oder habe ich es noch nicht gesehen? Nee, was bist du eben für einer, Yan Bai Hu? Ist das Yan Bai Hu? Nee, Yan Bai Hu hat sein Aid gemacht. Hier, Ling Tong. Wieso machst du das nicht? Das ist Arbeitsverweigerung. Oh Mann. Warum? Oh Gott. Nee, das ist mir zu risky. Das ist mir zu risky. Ist auch irgendwie doof. Hey!
Guck, der ist wieder voll geheilt. Mann, Lintong, was war das eben? Wofür bezahle ich dich eigentlich? Oh, jetzt kommt das einfach runter. Okay, das ist nur Charge. Advance! Andere Leute haben schon den Nintendo 3DS oder Nintendo DS. Er spielt nur mit seinem Game Boy Advance. So sieht's aus. Ah. Ja. Kann sich immer ein bisschen nützlich machen. Liu Yong. Mann, Liu Yong ist einfach nur so ein Clown. Der Mann hat noch nie was Cooles gemacht, irgendwie. Aber irgendwann wird sein Tag kommen. Da glaube ich ganz fest dran. Oh, Leute, das ist cool. Das machen wir. Das finde ich ziemlich cool. Come on, let's do this. Und dann können wir gleich einen besseren All-Attack machen. Weil Yan Bai Fu ja dann schon hinter Jinx One ist. I don't wanna see idle hands. Guck. Rang Lang kann wenigstens Katapult aufbauen. Liu Yong, was kannst du? Oh mein Gott. Smash through their line. Jetzt müssen wir den aber gleich töten, in den Jinx One. Weil Yan Bai Fu hat sich jetzt voll in Gefahr begeben. Der ist voll dazwischen. Nicht cool. Aber er wird zum Glück noch nicht outspeedet. Unser Quanzong. Charge! Politik. Oh Gott, das wird richtig cool. Oh mein Gott, ich glaube, Leute, der ist tot. Soll ich euch mal was sagen? Ich glaube, der ist tot. Komm schon, du schaffst das. Ach so, das geht nicht. Scheiße. Oh, das ist ja richtig doof. Wobei, ich kann ja auch einfach Repel machen, dann wird er wieder zurückgedrängt und dann funktioniert es mit Yan Bai Fu. So machen wir das. Das funktioniert. Oh. Girl, du hast dich wieder selbst übertroffen. Gerettet. Dieses Desaster habe ich dann doch noch gerettet. Und ich sehe gerade 85% Chance. Oh, das hat trotzdem geklappt. Oh Gott. Ey. Ich war jetzt so stolz drauf, dass ich jetzt noch irgendwie gerettet habe und es hätte jetzt voll viel schlagen können. Eine 85% Chance. Das ist voll schlecht. Da hilft dir auch dein Defensivboost nichts. Denn du bist Jinx One. Du bist der schlechteste der vier Provinzherrscher. Komm schon, Lintong, Repel! Ja! Da ist es! Tja, Leute, das war das Speed von Provinz Cheng. Und Yan Bai Fu freut sich natürlich über die Erfahrung, die er jetzt auch noch bekommt. Tja, kann sich bei mir bedanken. Da ist das Ziel. Der Taktikmeisterin. Wunderschön. Ja. Yan Bai Fu ist jetzt nicht so der Offizier, der unbedingt die Erfahrung gebrauchen könnte, wie Liu Yong. Aber hey. Ein stärkerer Yan Bai Fu, den nehme ich auch. Aber Liu Yong, der braucht, was weiß ich, 100 Level mehr als die anderen, damit er mir useful wird. Es ist eigentlich jetzt ein schlechter Scherz. Liu Yong, Wang Lang und Yan Bai Fu, die drei Barbaren, die die Ländereien von Wu damals geklaut hatten, sind die einzigen, die kein Level abbekommen haben. Mensch.
was soll ich denn call? All is lost. Ja, Jackpot! Wir haben den Jackpot, Leute. Wir haben ihn. Jackpot! Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte so ein bisschen was ändern. Mir gefällt nicht mehr so, wie das hier ist mit den Teams. Oh nein, so viel Geld habe ich gar nicht. So viel Geld habe ich doch gar nicht. Lumen braucht auf jeden Fall Pet. Oh Gott, das ist so teuer. Mann, machen wir das so teuer. Okay, lassen wir es erstmal so. Aber Team Nummer 2. Das soll natürlich auch mit einer Pet ausgestattet werden. Ich weiß nur noch nicht, wer es bekommt. Oh. Ich glaube, dass sich jemand freiwillig dazu gemeldet. Und das ist Quanzong. Hallo. Ja. Ja, Pit. Hätte ich auch Xusheng geben können. Egal, Leute. Xusheng kriegt ja auch noch Pit. Von daher, kein Problem. So, wie sieht es jetzt hier aus? Können wir noch wen bekommen? Nein, was? In der Wusterei können wir gar nicht die Herrscher bekommen. Ist ja voll bescheuert, ey. Ich kann es gar nicht glauben. Na gut. Ja, wir greifen jetzt Wei mit der Zweitarmee an. Nein, tun wir natürlich nicht. Aber gut, das machen wir sowieso erst im nächsten Part. Oh, jetzt habe ich fast was vergessen. Wir müssen ihnen natürlich noch Pit geben. Und es bedeutet, dass Mr. Monopoly endlich mal nützlich wird. Nach all den Jahren. Nach all den Jahren ist er endlich mal nützlich. Ich freue mich. Und Lumen. Lumen, Lumen, Lumen. Warum hast du eigentlich Revive? Einfach nicht zu ihm. Ha, wobei. Naja. Okay. Ich meine, er kriegt sogar noch einen Intelligenzboost oder war es nur im Epilog? Da kriegt er einfach noch einen richtig krassen Intelligenzboost, meine ich. Weil er dann historisch gesehen sich mit Taktik auseinandergesetzt hat und dann Stratege wurde. Naja. Gut, Leute. Ich spreche aber noch schnell und dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecile. Ciao!